Servus zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, die zwei vom Bauer zusammen mit dem Steve Mörtel. Tag, das war ein Kaffee. Ich musste noch Kaffee trinken. Kaffee muss man schlürfen, weißt du, damit man so das volle Aroma kriegt. Ja, ja. Dacht schon, du willst jetzt nicht mehr mit mir reden. Das auch. Ja, das war mir schon klar. Er will schon mit dir reden. So, noch ein paar Trägerchen und dann noch ein paar Sandwichplatten. Er muss jetzt hier so Weltbleche hinstellen, also so wirklich ein windiges Ding. Aber gut, wenn die das so haben wollen. Ja. Ja. Und, wie ist bei dir zu Hause? Alles gut? Alles schick, alles tutti. Komme später noch Besuch. So, so, ein Besuch. Mhm. Ja, ja. Ha? Ja. Wer kommt denn? Gib dich einen feuchten Scheiß. Nee, ich muss das wissen, weißt du? Nee, wozu? Ja, darum. Kommt eine Putzhilfe, dann ist das in Ordnung. Ja, kommt deine Freundin, dann natürlich absolutes Sexverbot, ist klar, weil, nicht, wenn du dich dafür ausgabst, dann kannst du natürlich nicht mehr vernünftig arbeiten. Aha, ja. Das ist so wie bei den Fußballern, weißt du, so vorm Spiel, nee, das ist zu anstrengend, das geht nicht. Ich meine nicht, dass mich Fußball jetzt großartig interessiert, eigentlich gar nicht. Aber ich habe da mal gehört, dass es da so eine Regelung gibt. Ja. Hey, man, je nachdem, wie man es halt betreibt. Ne? Ja, ja. So, jetzt muss ich wieder Geschenke auspacken. Gurtung befestigen, okay. Haha, sehr schön. Okay, da kommt wieder Sandwichplatte hin. Muss ich auch noch was auspacken? Ne, hier ist nichts drin. Junge, 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 aber. Ey, das nimmt Gestalt an. Bin ja mal gespannt, wie dann das Yachtdingens wird. Ja, hier nimmt es auch Gestalt an. Muss ich jetzt wirklich mal so... Kannst du zukünftig Baggers Motorsport-Body kaufen? Ach du Scheiße. Ja. Ach du Scheibenhonig. Da kriegst du die Motten, wa? Da kriegst du die Tür nicht zu. So, nämlich. Oh. Die baue ich jetzt erstmal da hinten hin. Und sie ist aber ganz genau, wa? Warum? Ja, weil noch mehr Platten kommen. Ich dachte eigentlich, das war's jetzt, aber nee. Noch mehr Platten. Ja. Ich muss da noch ein paar Dachplatten legen. Mal gucken, wie viele sie mir da anliefern. Was ich da drauf packen muss. Und dann ist die Halle fertig hier. Ja, ich dachte eigentlich, dass die vom Subunternehmer noch Rest verkleidet wird, aber die Kuchen brauche ich doch selber machen. Ja, hier weiß ich noch nicht so genau, ob ich beim Dach irgendwie dann eine Hilfe kriege noch oder irgendwie, dass da noch ein anderes Unternehmen mitwirkt. Das kann ich nicht sagen. Ja, und ich bin ja absolut kein Turmdreh-Profi, ne? Also, Katastrophe. Mit dem Turmdrehkran, meinst du?
Ja. Oh, das ist. Ich liebe das Ding. Ich weiß, dass du das Ding liebst. Aber ich bin Gibt. absolut kein Profi, was das Wandstellen betrifft. Gibt nichts Besseres. Aber es scheint ja alles zu halten irgendwie. Oder Hoppala. schon. Ja. Irgendwie wird das ja. Okay, da kommen auch Sandwich-Paneele drauf. Okay. Dachelement-Sandwich-Platte. Okay, kein Wellblech. Sandwich-Platten aufs Dach. Okay. Na gut, die dämmen natürlich, ne? Oh, auf jeden Fall. Und da drauf kannst du natürlich immer noch Wellblech oder sowas draufpacken oder Teerpappe oder so ein Krempel. Ja, wer weiß, wie es dann am Ende ausschaut, ne? Ich schon eine Möhre absetzen ist nicht möglich, da sich etwas im Weg befindet. Nein. Kriegst du noch eine Warnung davon, irgend so ein Polier, der da unten rumsteht. Na, den ganzen Tag siehst du nicht, aber da ist er dann Da ist er doch. dann am Meckern. Ja, steht was im Wege, das kannst du hier nicht ablegen. Kann ich ja wohl, hast du doch gesehen. Mann, du. Wie dieses Rumgenöle von Hör denen, ne? mal doch, Blitzbibi. Ich Echt. kann alles. Ich sage, das kommt dahin, dann kommt das dahin. Oh, jetzt kommt Dach. Dach. Ja, auf das Dach kommen auch Sandwichplatten tatsächlich. Okay. Hab doch ein bisschen Unterstützung durch am Ja, Subunternehmer ich schon. auch. Die haben hier schon teilweise echt verlegt und da liegen auch schon Wellbleche tatsächlich. Da ist schon einer bei am Hämmern hier. Obwohl, der macht gerade Frühstückspause anscheinend. Kann man machen, ne? Frühstückspause. Ja, auf jeden Fall. Also Frühstück ist ja sowieso die wichtigste Mahlzeit des Tages. Ja. Verstehst du bloß oder nicht? Nee, nicht so ganz. Aber läuft gut hier. Funktioniert alles super, wenn ja der Bau, Profi nicht da ist. der Profi bin ich, der ist ja da. Aber dieser Eckensteher da, Nante oder wieder, ach nee, Bodo Bagger heißt der, genau. Kann ich jetzt so gar nicht nachvollziehen. In Berlin gab es mal, ich weiß gar nicht, wann der gelebt hat, den nannten sie Nante der Eckensteher. Der stand immer an einer bestimmten Häuserecke, stand der rum. Ja, da wird schon wissen, warum, ne? Schon wissen, warum. Ja, aber eine schöne Halle, Mensch. Aber ganz ehrlich, dafür, dass das Dach so ein Leichtbau ist, nicht? Aus Sandwichplatten, ist das, was da drunter ist, verdammt massiv. Ja, das ist aber bei mir genau das Gleiche. Die Blechverkleidung außenrum, ne, aber dafür eine Stahlkonstruktion vom Allerfeinsten Ja, drunter. hier ist ja Beton und Stahl. Die Hauptträger, die Dachhauptträger und so weiter. Das ist Beton. Ich weiß gar nicht warum. So viel Last kommt da überhaupt nicht drauf. Und ich wage zu bezweifeln, dass hier im Winter sonderlich viel Schnee runterkommt. Dass man das deswegen macht. Ich weiß nicht, aber davon, da bin ich ja immer ganz gut in. Ich weiß nicht. Ja. Also ich weiß es nicht auf gut Deutsch. Ne, weil man könnte auch mit ich war es nicht verwechseln. Ja, wer hat das gearbeitet? Ich war es nicht. Ja, genau.
Ich weiß von nichts. Das sowieso nicht. So. Machen wir die mal dicht hier, die Halle, Mensch. So, ist das jetzt eventuell das letzte Blechteil oder... Ich habe hier noch ein paar Platten, die ich hier legen muss. Was kann... Nochmal vier, oder was? Ich mag nicht mehr. Ja, du bist aber auch nur am Meckern, du. Ja, meckern auf höchstem Niveau. Also da kann man mal einen Wettbewerb machen, wer so mit dem Baukran so eine Halle schneller fertig hat. Ja, du, aber du hast ja den Scheißer Joystick drinnen. Warum nimmt er den denn jetzt? Das wär ja unfair. Ja, mit dem Joystick, das ist schon richtig, richtig gut. Auf jeden Fall. Giants rühmt sich ja damit, dass das Trustmaster den zusammen mit oder für den LS entwickelt hat, ne? Ja. Aber der ist ja zeitgleich. Also ich finde den für den Bausimulator sogar noch bald noch geeigneter als für den Landwirtschaftssimulator. Was ich nicht, kann ich nicht mitreden. Habe ich keine Erfahrung mit. Aber ist absolut top. Kann ich nur empfehlen. Gute Qualität. Auch wenn das ganze Ding aus Kunststoff ist, aber wirklich. So, noch eine und dann mal gucken, ob ich noch ein paar Platten kriege oder ob das dann der Subunternehmer wieder macht, der hier noch mit am Start ist. Ja, das muss ich aber auch gucken. Ansonsten wäre das jetzt hier bei mir die letzte Dachplatte. Vorletzte, bis erste. Aber ansonsten kommen noch vier Stück, könnte ich mir vorstellen. Aber gut, ich habe ja noch ein bisschen Zeit, ne? So ja. Ist es. So ist das ja nicht. Ich habe jetzt keinen allzu krassen Überblick, ob und wie und was und überhaupt. Oh ne, die letzten werden tatsächlich vom Subunternehmer gemacht. Ja, cool. Dann fahre ich aber Maschinen reparieren. So, pass auf. Erstmal jetzt den Kran abbauen. Demontieren, oh, genau. Jetzt die hier. Eieiei. Achtmal Holztafel. Meine Güte. Warenlager. Alles einlagern, okay. Hat er die jetzt liegen? Doch. Dann fahren wir den mal von der Baustelle runter. Ja, mit dem Vorarbeiter spreche ich später. Ich mache jetzt erst hier Autos fertig. Ja, was? Glaube ich. Aber mal ganz kurz so out of character. Sowas wie Filter hat Discord nicht, ne? Das heißt, Lenkrad und so weiter würde man da übelst hören, ne? Staus probieren, was denn? Also ich sowieso nicht, aber du. So, wo ist denn überhaupt hier meine Reparatur? Ich bin jetzt auf dem Firmengelände. Und wo ist jetzt die Werkstattecke? Hier? Ne, hier ist tanken. So, wo wird repariert? Hier? Nee. Weißt du, wo auf dem NASA-Firmengelände die Reparaturdingens-Ecke ist? Nee, keine Ahnung. Davon aber weiß ich jede Menge.
müsste ja theoretisch dann hier vorne irgendwo. Nee, das ist... Doch, das ist ja auch noch Gelände von uns. Hier stehen Container. Hier vorne, das sieht nach Reparaturwerkstatt aus. Ja, da muss ich jetzt quasi die Holzwände abladen und dann muss ich die Holzwände stellen. Oh, wei, 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 wei. Ob ich das alles in einer Folge nur hinkriege, ich weiß. Tja, da musst du eine Nachtschicht einlegen, ne? Ja, ich fürchte fast. Jetzt sehen wir den Spaß erstmal runter. Wo ist denn? Nee. Firma Ausbaustufen. Parkplätze, Mechaniker, Werkstatt. Die Werkstatt ist freigeschaltet. Das Gebäude ist das. So sieht das also aus. Aha. Okay, jetzt muss ich muss jetzt ein Gebäude auf unserem Firmengelände suchen. Ja. Wovon ich im Moment wirklich nicht weiß, wo das sein soll. Das ist auf der anderen Straßenseite, das hat mit uns nichts zu tun. So, dann machen wir die aufmache. Kann ja nur dies hier sein. Ah, okay. Ah ja, wenigstens bin ich Chef. Das ist das Fahrerlager, hätte ich bald gesagt. Da. Dann stellen wir den Schmuh noch auf. Glaubst du denn, ich finde das Werkstattgebäude? Nö, findest du nicht. Obwohl, da unten, was steht da denn? Gucken, ob hier hinten noch irgendwas ist. Die Tankstelle ist natürlich draußen, das ist klar. Ja gut, die ist ja offensichtlich. Die kannst du nicht wissen. Ja. Das Werkstattgebäude habe ich ausgebaut, aber ich finde hier kein Gebäude, was auch nur ansatzweise so aussieht. Hier eventuell ist das. Ah, hier ist das. Okay, aber es sieht ganz anders aus. So. So können wir auch wieder Punkte holen, Mensch. Money, money, money. Fahren wir mal hier hinten hin. So. Aber komisch, ne? Kaum ist der Bagger nicht da, verdiene ich richtig Geld, ne? Ja, weil du jetzt alles für dich hast. Ja. Das ist wirklich das Beste. Aber mir geht's ohne dann, dass ich bin allein, sondern ich baue und mache und tue und verdiene eigentlich damit gutes Geld. So, wo waren jetzt die Baustelle auf welcher Seite? Ach, da hinten. Ah, okay. Steht noch mehr Zeugs. Ich räume erstmal jetzt die Baustelle auf, bevor ich mit diesem Baudeppen rede. Ich habe keine Lust, mich mitten in der Nacht mit dem zu unterhalten. Es ist stockduster hier. Wow. Nachher will der mir was Böses und dann haben wir den Salat. Ey, ja, solange es bloß du bist. Mal gucken. Ja, stimmt sein, ne? Hier fehlt kaum was. Vielleicht kriegen wir den auch schon getankt.
und repariert. Eine Wand noch und dann kommt die Decke. Aha. Ja, dann bist du ja auch schnell unterwegs, wa? Oh, es geht. So. Noch tanken. Wunderbar. Gucke ich mir gleich mal unseren Fortschritt an. Ja. Den weg. So. Nochmal zur Baustelle. Die olle Bombe. Ist jetzt soweit alles weg? Mal gucken. Ja, wir reden später, ne? Aha. Vorarbeiter. Aber wenigstens gendern sie hier nicht. Ach Gott sei Dank. Da ist ein Weib, da steht, rede mit dem Vorarbeiter und der Vorarbeiter ist weiblich. Ja, macht. Gut so. Löblich. Ich finde auch diesen Blödsinn, weißt du, liebe Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Ja, das ist ja, das macht man ja jetzt so, nicht? Und, aber ganz ehrlich, ich habe noch gelernt, die Frau kommt immer zuerst. Also Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ja, ich weiß nicht, ob das in der heutigen Zeit noch so ganz konform ist. Was? So, Produktionshalle, Auftrag abgeschlossen. Ach, eine Produktionshalle ist das, deswegen auch die Sandwichplatten. Ah ja. Okay. Vielleicht bin ich jetzt dann gleich fertig. Ja, ich will mal gucken, wie das jetzt hier mit der Firma eigentlich aussieht. Ausbaustufen. So. Stufe S haben wir natürlich. Stufe M. Reparieren. Tanke 20 Mal. 80% davon haben wir. Da müssen wir drauf achten bei den nächsten Aufträgen, dass wir die Fahrzeuge nicht einlagern, sondern manuell tanken und reparieren. Ja, aber das zählt ja Servicefahrzeug auch. Ne? Ja, richtig. Obwohl, hier steht in der betrieblichen Werkstatt. Aber egal. Weil ich meine, 80 und so hätten wir beim letzten Mal auch schon gehabt. Deswegen am besten wirklich auf dem Firmengelände. Ja. Ah nee, repariere 20 Mal unterwegs oder auf dem Firmengelände. Unterwegs wäre bei Tankstellen zum Beispiel, ja. Ja, oder. Externe Tankstellen. Naja, bei Tanken auch an externen Tankstellen oder an deiner privaten Zapfsäule. Hier steht jetzt nichts vom Servicewagen tatsächlich. Ja, aber das müssen wir doch trotzdem zählen. Tut aber anscheinend nicht, wenn ich das richtig sehe hier mit dem Tanken und so, weil es steht immer noch auf 80 und 70. Und da in der Gegend waren wir beim letzten Mal auch, also offensichtlich rechnet er das nicht. Ich weiß es nicht. Ja, das wäre natürlich suboptimal. So, Baustelle räumen, sagt er. Aber wieso kann ich, wenn ich jetzt unter Aufträge, warte mal, Jobs, Aufträge. Wenn ich jetzt unter Aufträge gehe, für nächste Aufträge, dann kann ich, sehe ich in Flüssigwasserstofftank, Solaranlage, Radioteleskop, Containercafé, schon wieder die Produktionshalle und das Gewächs und ein Gewächshaus. Ha. Wieso ist denn die Produktionshalle nochmal drin? Das verstehe ich nicht. Ich mache einfach mal was. Ich nehme das mal an. Und ich werde das aber jetzt nicht durchführen. Ich werde mal gucken, wo das ist. Und dann werde ich diese Aufträge mal irgendwie überspringen oder so. Das ist doch garantiert. Oder ist das noch eine
Kraft voraus. Da ist die Dingens. Da ist sie. Ja. Okay. Da ist das Ding. Badüng. Jo, da ist die MS Bodo Bagger. Okay. Nice. Schnellreise. Nice. Also Model, ich bin fertig. Ja, warte mal. Ich will mal was gucken. Okay. Ah ja. Ich habe noch mal eine Produktionshalle aufgenommen. Aber die werde ich zwischen den Folgen machen. Das ist nämlich die, im Prinzip die gleiche, die wir jetzt schon gebaut haben. Allerdings am anderen Standort. Also ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, dass wir die dann nochmal bauen. Weil hier ist irgendwie unsere Firma, wenn ich hier jetzt mal gucke, unsere Firma ist jetzt nicht mehr direkt gegenüber. Das war ja sonst der Fall, ne? Ja. Direkt auf der anderen, und sondern die ist jetzt tatsächlich mehr Richtung diesem Steinbruch und der Raketenrampe, also näher an der Raketenrampe ran. Kannst du entscheiden, ob wir die machen wollen oder nicht? Ja, mir ist das relativ. Dann würden wir halt die gleiche Halle nochmal bauen. Es muss eine Verbindung geschaffen werden, damit Urlaubsgäste später schnell und einfach den Fluss zwischen Innenstadt und Strandpromenade übergehen. Oh mein. Das klingt wieder nach Drehbohrgerät. Ja, Kabeltrommel, Bewährungsgitter. Okay. Ja. Fuhrpark. Ja. Einsteigen. Ach ja. Da werden wir uns doch mal drauf bewerben auf die Brücke. Ach, ja. Aber es ist ja ein neuer Auftrag. Ja. Dann machen wir, dann würde ich da fast Folgendes vorschlagen. Ich würde die Halle im Prinzip so weit vorbereiten, wie wir die andere hatten. Und dann gucken wir mal, ob wir von dort aus weiterarbeiten können. Ja. Dann machen wir nicht alles nochmal. Das kann ich dann zwischen den Folgen fertig machen. Ja, aber wir sind ja noch in der Aufnahme. Noch, genau. Gleich, aber das muss ja nicht jeder sehen, nicht, was wir hier so zwischen den Folgen treiben. Nicht? Wenn die Leute nicht zugucken. Was? Da ich laufe hier komplett in die falsche Richtung, aber man kennt's ja. Da ist ja ein riesen Loch. Ja. Ups. Ja, versteck die halt nur besser. Mei, Güte, du. Also dann. Ja, ich bin schon mal angefangen. Jo, mach das. Ich nehme mich hoch. Aber ist eh gleich Feierabend. Ja. Hier scheint so schön die Sonne, da muss ich den Tag genießen. Da kann ich nie mit Arbeiten vertrödeln. Und schon habe ich einen neuen Auftrag. Ja, wunderprächtig. Aber, Zuckerschnudi, da wirst du dich noch ein bisschen gedulden müssen. Was? Denn, liebe Leute, wir machen jetzt Feierabend an dieser Stelle. Und schauen, dass wir dann in Mörtel wieder in der nächsten Folge so tierisch auf die Nüsse gehen können, wie wir es halt immer machen. Oha. Ja. Und in diesem Sinne sage ich, schaut's beim Berliner rein. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss. Tschüss.